Willkommen zu einem weiteren Snowfoam-Vergleich und ihr habt es euch in den Kommentaren gewünscht. Ich schaue mir heute auch nochmal den Advanced-Neutral Snowfoam an und daneben hier den Combo 2. Das pH-Neutral hatte ich ja schon für euch im Test, hat so ein mittelmäßiges Reinigungsbild gezeigt. Schaum war völlig okay, aber bei der Reinigungsleistung hätte ich echt mehr erwartet. Trotz, dass hier auch Reiniger enthalten sind. Und deswegen heute das Advanced-Neutral Snowfoam und das Combo nochmal mit im Test. In der Gloria FM10, wir machen wieder hier unsere Vergleichsmischung, das heißt 20 ml jeweils von diesen beiden Foams und das Ganze auf 1 Liter aufgefüllt. Und dann schauen wir uns wie immer das Schaumbild an und die Reinigungsleistung hier an unserer Insektenreferenzfläche. Und zu den Preisen kann ich euch noch mitgeben, das pH-Neutral kostet für 1 Liter ungefähr 9 bis 10 Euro. Das Combo 2 hat einen ähnlichen Preis und das Advanced Neutral Snowfoam kostet so circa 14, 15 Euro in die Richtung, also etwas teurer hier als die beiden anderen. Und damit können wir jetzt direkt loslegen. Viel Spaß. Und jetzt habe ich für euch mal hier die Fahrertür und die Beifahrertür ins Bild genommen. Und ich mache jetzt hier einen direkten Vergleich zwischen dem Combo 2 und dem Advanced Neutral Snowfoam hier auf der rechten Seite. Wir schauen uns das Sprühbild an. Ich werde wieder hier von links nach rechts und einmal zurücksprühen. Und wir gucken dann mal, wie weit hier der Schaum sich nach unten bewegt innerhalb von 2 Minuten. Genauso wie ich das auch bei den anderen Foams hier für euch schon in den letzten Videos gezeigt habe. Jetzt bringen wir hier die Glorias auf Betrieb. Und dann geht es schon direkt los. Und damit 3, 2, 1, los. Und ihr seht hier auf der linken Seite beim Combo 2 nach ein paar Sekunden ein sehr flüssiges Schaumbild. Und das habe ich auch in früheren Tests schon festgestellt. Also wenn ihr hier das Combo 2 einsetzt, habt ihr auf jeden Fall immer ein flüssigeres Schaumbild. Hier auf der rechten Seite das Advanced Neutral steht hier in dem Bereich noch sehr gut am Lack. Hier oben reißt es doch schon auf. Und jetzt geben wir hier der ganzen Sache mal 2 Minuten für beide Seiten. Und wir schauen uns am Ende mal hier das Ergebnis an. Viel Spaß. Kommen wir hier nach einer Minute noch mal zu einem kleinen Zwischenfazit. Hier auf der linken Seite das Combo 2 schon sehr deutlich vom Fahrzeug runtergelaufen. Ihr könnt das auch gerne dann noch mal mit den anderen Foams hier im direkten Vergleich euch anschauen. Hier das Advanced Neutral sammelt sich dann schon langsam hier im unteren Bereich an. Hier oben ist schon ein guter grüner Lackstreifen zu sehen. Auch hier mir etwas zu schnell am Herablaufen. Und jetzt geben wir den beiden hier noch die restliche Minute und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an. Und dann schauen wir uns hier mal das Bild an. Nach 2 Minuten auf der linken Seite das Combo 2 schon fast vollständig vom Fahrzeug runtergelaufen. Und der Unterschied ist wirklich deutlich sichtbar. Auch das Advanced Neutral ist hier schon sehr weit nach unten gelaufen, wenn wir uns da mal die anderen Foams anschauen. Die waren doch wesentlich weiter hier im oberen Bereich noch angesiedelt nach dieser Zeit. Und darum kann ich euch hier für das Schaumbild keine positive Empfehlung aussprechen. Ihr seht es selber, das hätte auf jeden Fall besser aussehen können. Und damit kommen wir jetzt direkt zur Reinigungsleistung. Und dann beginnen wir hier an der rechten Seite von meinem Leon mit dem Advanced Neutral Snowfoam von Valid Pro. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier sind jede Menge Insektenreste drauf. Und das pH-Neutral hat ja doch ein bisschen weniger Reinigungsleistung gezeigt, obwohl ja auch dort Reiniger enthalten sind. Aber hier bin ich jetzt gespannt, wie sich jetzt die Stufe 2, das Advanced Snowfoam hier im Insektenentfernungstest schlägt. Auch hier wieder 20 ml in der Gloria drin, das Ganze auf 1 Liter aufgefüllt, wie auch bei allen anderen vorherigen Tests. Und dann sprühe ich jetzt hier vorne mal die Fläche ein und wir schauen uns dann mal nach ungefähr 2 bis 3 Minuten an, wie hier das Reinigungsbild ist. Die Fläche ist soweit gleichmäßig eingeschäumt. Ihr seht überall ein dichtes Schaumbild drauf und dann gibt es jetzt hier die 3 Minuten für euch im Zeitraffer. Während wir hier langsam unsere 3-Minuten-Grenze erreichen, schaue ich mal gemeinsam hier auf die Oberfläche drauf. Ihr seht, der Schaum schon richtig stark abgelaufen. Ich bin gespannt, ob die Insektenreste jetzt hier angelöst sind. Ich werde jetzt nicht mit dem Handschuh hier irgendwie auf der Oberfläche lang reiben. Und ich bin gespannt, ob der Advanced Snowfoam hier eine bessere Reinigungsleistung zeigt als das pH-Neutral.
Und dann schauen wir uns mal hier das Bild an. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, denn ich habe echt mehr Reinigungsleistung hier vom Advanced Snow Foam erwartet. Hier in dem Bereich noch jede Menge Insektenreste drauf. Also wenn es darum geht, hier mit diesem Pre-Foaming-Produkt eure Vorwäsche möglichst effektiv zu gestalten und vor allen Dingen auch hier an der Front bei den Insektenresten, dann ist das Advanced Snow Foam nicht unbedingt hier der Sieger in dieser Kategorie. Ihr seht auch hier in dem Bereich noch jede Menge Punkte drauf. Auch hier oben noch viele Insektenreste und das Reinigungsbild hier ist dem pH-neutralen Snow Foam sehr ähnlich. Ich sehe hier keine verstärkte Reinigungsleistung, wenn es hier um das Thema Insekten geht. Und auf dieser Oberfläche hier schauen wir uns mal den Snow Foam Combo 2 an von Valet Pro. Der soll ja auch entfettend wirken und auch durchaus Wachsschichten anlösen. Wir hatten den Combo 2 ja auch schon im Test hier gegen das R222 und da gab es auf jeden Fall keine Probleme hier für das Wachs. Also das Combo 2 konnte das Wachs nicht anlösen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Combo 2 hier mit diesen Insekten klarkommt. Hier auch jede Menge Insekten drauf. Und wir haben gerade beim Advanced gesehen, auch das hatte stark hier an der Oberfläche zu kämpfen und ich hatte echt mehr erwartet. Und deswegen ist die Erwartungshaltung jetzt gegenüber dem Combo 2 noch viel höher, weil das ja wirklich der stärkste Snow Foam hier im Valet Pro Sortiment ist. Ich habe ihn schon in der Gloria vorbereitet, 20 Milliliter hier wieder eingefüllt, das Ganze auf 1 Liter aufgefüllt. Bring die Glorias auf Betriebsdruck und dann geht es direkt los hier mit dem Einschäumen. Und auch hier wird deutlich, der Combo 2 ist ein sehr wässriger Schaum. Und das bestätigt sich auch nochmal hier in dem Test. Fläche ist soweit komplett eingesprüht. Und dann schauen wir uns hier mal das Ergebnis nach 3 Minuten an. Für euch jetzt wieder im Zeitraffer. Und dann schauen wir uns mal hier das Zwischenergebnis an. Der Combo 2 läuft schnell vom Fahrzeug ab, hat am Anfang eine schöne dichte Decke gegeben, war aber trotzdem sehr flüssig und lief dann am Ende relativ schnell hier vom Lack runter. Ich schaue mir mal hier die Insektenreste an und ich bin gespannt, ob hier der Combo 2 eine bessere Reinigungsleistung zeigt als das Advanced Neutral Snow Foam von Valet Pro. Ich hole jetzt meinen Hochdruckreiniger und dann geht es direkt los hier mit dem Absprühen. Und dann schauen wir uns mal hier die Oberfläche an. Ihr seht immer noch jede Menge Fliegenreste sind hier zurückgeblieben. Und das für einen Foam, der auch Wachse anlösen soll und entfettend wirken soll. Da hätte ich mir auch hier wesentlich mehr Reinigungsleistung gewünscht. Und das ist echt an der Stelle ein bisschen traurig. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal unten eure Meinung in die Kommentare rein. Ich hätte hier eine wesentlich stärkere Reinigungsleistung erwartet. Wenigstens im Verhältnis zum pH-neutralen Snow Foam, welcher ja der sanfteste Reiniger sein soll von den 3 Foams. Und damit können wir hier schon direkt zu meinem abschließenden Fazit kommen. Ich hatte jetzt für euch alle 3 Snow Foams von Valet Pro im Einsatz und ich muss sagen, für mich würde hier das pH-neutral völlig ausreichen. Aufgrund dessen, dass der Preis vom pH-neutral und vom Combo sehr identisch ist, muss ich sagen, würde ich dann doch lieber zum pH-neutral greifen, weil einfach die Reinigungsleistung hier vom Combo 2, speziell was diesen Insektenbereich angeht, nicht unbedingt viel, viel besser war. Und deswegen reicht für mich das pH-neutral Snow Foam völlig aus. Das Advanced, davon habe ich mir auch etwas mehr Reinigungsleistung erwartet, vor allen Dingen für den Preis, muss ich sagen, war auch hier die Reinigungsleistung nicht zufriedenstellend. Und deswegen auch hier wieder die Empfehlung Richtung pH-neutral. Zum Schaumbild, ihr habt es selbst gesehen, ich war wirklich enttäuscht vom Combo 2. Das war sehr wässrig. Es war auch schon viel öfters im Test als jetzt hier in dem Video gesehen. Es hat immer dasselbe Schaumbild erzeugt. Man könnte natürlich jetzt die Menge erhöhen, aber wir möchten ja einen guten Referenzwert schaffen. Deswegen haben alle Foams hier dieselben Ausgangsfüllmengen bekommen. Und da konnte hier das Combo leider nicht mit dem Schaumbild überzeugen. Das pH-neutral und das Advanced war vom Schaumbild her relativ ähnlich. Ihr habt ja auch nochmal hier die Unterschiede gesehen. Und damit kann ich euch jetzt abschließend sagen, wenn ihr hier auf der Suche nach so einem Foam seid, fürs normale Pre-Foaming, für die ganz normalen Insektenreste und den Schmutz, der hier auf dem Fahrzeug drauf ist, da reicht auf jeden Fall hier das pH-neutral aus. Und wenn es darum geht, hier Wachse zu lösen, da hat sich ja das Combo 2 auch nicht unbedingt sehr, sehr gut geschlagen. Das R222 konnte hier dem Combo 2 auch standhalten. Also ich finde diese beiden Foams jetzt nicht unbedingt viel interessanter als das pH-neutral. Und damit habt ihr jetzt auf jeden Fall ein schön umfangreiches Bild hier über diese 3 Foams bekommen. Und damit danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt hier zu den einzelnen Produkten, dann wie immer unten in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo ist natürlich auch nicht schlecht. Teilt das Video kräftig und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.